Hallöchen, willkommen zurück. MyDefinity. So, wir können jetzt hier natürlich jede Menge Zeug noch plündern aus diesem Raum. Geheimnisse der Schriftrolle Band 4. Breiter Schädel. Fiole. Und noch eine Fiole. Silberpfeile. Was haben wir hier? Einen Stab. Wahrscheinlich ein Zauberstab. Noch eine Fiole und noch eine Fiole. Wer schmilzt? Band 3 und ein Breiterschädel. Wir nehmen hier alles mit, ne? Ihr kennt's ja. Mitnehmen. Den müssen wir dann mal wieder ausmisten, aber erstmal nehmen wir alles mit. Das ist noch ein Stab, den könnten wir dann vielleicht mal unserer Alice kredenzen. Die hat ja noch einen Dolch in der Hand. Steinpilz. Schädel ohne Kiefer. Destillationsstation. Das könnte uns ja leicht was bringen sogar. Da kann es aber nicht mitnehmen. Das sind diese großen Teile hier. Eimer. Das noch. Blasphemie ist auf dem Buch. Und ein Schädel ohne Kiefer. Jetzt frage ich mich natürlich, wo geht's denn weiter? Hier oben etwa? Ja, das könnte hinhauen. Wie viel haben wir im Inventar? Geht so. Speichern. Eva Maria. Zombie Jake. Da ist er ja, der Jake. Nun, wenn das nicht der liebenswürde Quellenjäger ist. Genießt eure Reise durch Cecile, genießt ihr eure Reise. Für einen Nekromanten, die in der Lage ist, eure Knochen zu Pulver zu zermahlen, war es besonders empörend und untätig zu sehen, wie ihr und eure Gefährten wie Affen durch die Stadt getrollt sind. Ich wünschte, es täte mir wirklich leid, euch mitzuteilen, dass dies nun euer Ende ist, vermute ich, sondern das von euch allen. Naja, okay. Dann ist es wohl doch nur. Ich sollte weiterlesen. Ja, schon bald werden wir das Land von jedem Feind der Quelle reinigen. Ihr seid ein Quellmagier, nicht wahr? Und ihr wollt, dass ich dafür hänge. Wie hirnlose Soldaten, die zerstören, was sie kaum verstehen. Für das Wohl des Reichs, so argumentieren sie. Alles, als ob das Mantra die ultimative Wahrheit wäre. Was hat Ratsherr Jake hier zu suchen? Und was habt ihr ihn angetan? Meister Jake hatte bestimmte Informationen, die ich brauchte, aber er wurde getötet, bevor ich ihn erreichte. Für einen brillanten Nekromanten wie mich war die Wiederbelebung des Ratsherrn nur eine kleine Hürde, die es zu überwinden galt. Seine mangelnde Bereitschaft zur Zusammenarbeit war ärgerlich. Aber wie auch immer, wir haben es fast geschafft. Welche Göttin dient ihr mit Blutmagie? Die eine Göttin, Quellenjäger. Ihr Weg möge seltsam erscheinen, aber ihre Gläubigen wissen, dass sie uns zur Perfektion führt. Ihr Weg ist kein Weg für schwache Nerven, aber es ist der einzige Weg. Ich bin dann mal weg. Es kriegt jemand auf die Fresse, würde ich sagen. In Anbetracht der bevorstehenden Wende der Gezeiten, Quellenjäger,
solltet ihr mir glauben, wenn ich sage, dass ihr besser dran seid, wenn ihr tot seid. Bracchus Rex wird auferstehen und schon bald wird die Quelle wieder leben. Muss ich den Zombie jetzt auch töten oder? Ach nee, der hat sich wieder eingeholt. Ja, wirk bitte noch mehr! Blutwinddämon. Dämonischer Schlafrock. Dorthin bitte. Na, oh, die stehen alle im Weg oder was? So, Scherz. Müssen alle im Weg stehen hier. Muss ich hier jetzt erst umsiedeln, um den mächtigen Zauber dann wirken zu können. Na. Da platzt das erste Vieh, aber sie hat auch ganz schön Schaden bekommen. Unerwartet viel Schaden sogar. Kritzel. Aua. Aua. Ja, nochmal bitte. Na los, ey, dann geht noch. Nee? Der hat noch einen beschworen. Der beschwörte Zombie hat noch einen Zombie beschworen. Oh, ich hab schon gedacht, wir fallen jetzt wieder um. Medora ist gelähmt. Schade. Darf ich dann mal wieder? Verlangsamt. Kriegt Medora noch einen Heal direkt drauf. Und er hier gibt dir auch noch einen Heal. Genau. Das ist ja Tank und so weiter, ne? Unterkühlt, mal wieder nur. Immer nur auf die. Wirklich. Jeder Zauber geht nur auf die. Ganz schlimm. Was war das denn? Ich bin halt immer noch verlangsamt. Ich kann keinen Sprint wirken. Warum kann ich da nicht den Heilzauber anwenden? Verdammt, Dax. Habe ich nie noch irgendeinen Heilzauber? Schriftrolle des Luftschildes, des Feuerschildes. Kann ich nicht anwenden. Kann ich alles nicht anwenden, verdammt! Krieg erstmal Eva Maria in Sicht. Muss ja langsam mal werden hier, ne? Alles ist auch nicht mal so ganz. Ah, Mist. Adora fällt jetzt um, vermute ich mal. Ja. Das wird ein ganz knappes Ding, glaube ich, hier.
Diese verlangsamen Scheiße. Kann ja nicht mal richtig zum Angriff übergehen. Schon keine Energie mehr dafür. Das war jetzt halbwegs wichtig sogar. Der macht aber auch einen Schaden, dieser Kurve. Aua. Trink mal lieber erstmal den Heiltrank. Heil dich mal noch selber. Wichtig ist das. Der dahinter wäre mir wichtiger. Jawohl, gelähmt. Alter. War gerade auf der Hälfte voll wieder. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Um das jetzt mal ganz optimistisch zu sehen. Typen da hinten wieder angreifen, aber der ist halt wieder nicht gelähmt worden. Und brennt die auch immer noch? Es hört halt gar nicht oft, dass die brennt. Jetzt beschwört der halt noch, ey, das gibt's doch nie. Mann! Erster Kampf, der mal richtig fordernd ist hier. Alice haut's gleich aus den Socken. Feuerschild hier auf mich wirken. Dann heil mal bitte den Jahn, der hat es mir jetzt auch nötig. Jetzt klatschen wir hier runter noch einen Schuss. Man sollte doch meinen, wenn der Beschwörer tot ist, dass die beschwörten Kreaturen dann auch tot sind. Aber ich glaube, so funktioniert das nicht. Ja, alles haut jetzt aus den Socken, schade. Oh ja, jetzt. Jetzt hat's den Ohr erwischt. Aber jetzt gibt's aufs Maul. 5 Aktionspunkte. Habt ihr eine Meise? Wie fies ist das denn hier? Kriege ich natürlich ganz schön auf die Mappe. Wo sie gerade nur mein Schild erstmal runterkloppen müssen. Lass ich es aber langsam hinkriegen. Kann ich dann mal wieder? Danke. Ich habe endlich auch mal wieder eine Handvoll Aktionspunkte. Oh, ich kann nicht, weil die alle tot sind oder was?
Ja, wir laden das mal eben. Denn Alice hatte alle Schriftrollen der Wiederbelebung und wenn ich das Inventar nicht wechseln kann, dann ist es sinnlos. Jo, das war ja ein ganz schöner Brocken an Kampf. Bisschen blöd gelaufen. Wir probieren es aber nochmal, würde ich sagen. Nur, dass ich dieses Mal noch ein bisschen... Ne? Mich noch ein bisschen drauf vorbereiten werde. Ich würde das gern splitten. Was ist das hier eigentlich? Schriftrolle des Arztes teilt Schwächen, Blindheit und infektiöse Krankheiten. Ist eklig. Infektiös? It isn't over. Oh, Jahan hat auch eine Wiederbelebungsschriftrolle, das muss ich mir merken. Ich würde halt gern so diese hier, das mal ein bisschen aufteilen, genau. Nochmal 4er Batches draus. Schicken jeden mal 4 noch Heiltränke und haben dann selber ja auch nochmal hier 4 mittlere. This isn't over. Das Ding kann sie ja leider immer noch nicht tragen. Ja, letztendlich muss ich es nochmal probieren, ne? Giftresistenz und Gehör, was auch immer Gehör bringt, Gewandtheit, das bringt uns alle nie so viel was. Wenn jetzt einer dabei ist, der noch kein Amulett trägt, okay, aber so. Wir probieren es einfach nochmal. Ich werde jetzt gezielt einmal auf die angreifen, die Eva Maria. Ja, ich bin da mal weg. Sind die denn jetzt wieder hochgegangen, die Blödmann? Aber vielleicht steht Alice dieses Mal ein bisschen besser. Jawoll. Aber direkt mal ein bisschen reinwürgen hier. Naja, komm. Klar, dreimal. Immer rauf. Jetzt kommen diese blöden Hundeviecher wieder, die immer Verbrennung wirken. Ach, Feuerfläche. Bei unseren Mages. Könnte ich dann auch mal wieder... Wieso durft ihr denn zweimal dran sein? Nur weil es ein Boss ist oder was? Bosses. Patsch. Ich würde Alice gerne noch aus der Feuerfläche rausbewegen. Und der Maria wieder ins Gesicht baratzen. Und ihn auch gerne noch aus der Feuerfläche rausholen.
beschwört natürlich eine 9. Die Bintanks hat schon wieder ganz schön erwischt. Muss ich dann gleich mal heilen. Wenn Medora umfällt, dann belebe ich die diesmal auf jeden Fall wieder. Feigling. So. Was anderes kann ich da gerade wohl nicht erledigen. Blutung fehlgeschlagen, verstehe ich nicht. Das hat noch nie geklappt. Niederschlagen, fehlgeschlagen. Kacke. Ich werde mal das ganze Feuer ausmachen, Freunde. Ich wollte Medora heilen, ne? Naja. Was hat denn jetzt hier geblitzdingst? Versteh einer die Welt. Oh ne, komm. Warum nicht 10? Oh. Hasse es. Okay, den lassen sie mich auch nicht wirken. Es wird wieder nicht, glaube ich. Ich die einfach nicht klein kriege. Leben fehlgeschlagen, ist klar. Bin ich auch gewundert, wenn nicht. Ja klar, es regnet, Verbrennung gecastet. Wieder geheilt, die kleine Bitch. Balthasar fällt auch gleich um. Alles, was an Heilung rauf geht, geht rauf. Nein, wird lieber was machen, was Schaden auch verursacht. Wie ist mal damit? Der ist ja eh nass. Immerhin eingelähmt. Nein! Ist halt wieder hochgeheilt bis zum Gehtnimmer. Er lässt wieder ein bisschen regenerieren. Jahan, du könntest dich auch mal regenerieren. So ärgerlich das auch sein mag, aber wir müssen ja hier die Leute ein bisschen am Ball halten. Warum wird er denn eigentlich nicht gelähmt, wenn er an den Blitzen steht? Thank you.
haben nur noch zwei Gegner. Verdammt, Axt. Drei Gegner. Ist die auch immer fünf Zauber, Carstendorf? Warum niemals? Wie lange ist der denn noch irgendwie behindert? Leben fehlgeschlagen, natürlich. Doch gewundert, wenn nicht. Es wird da wieder jemand hochgeheilt. Klopfen wir wieder auf unser Schild ein, ja. Warum treffe ich hier beide nicht beide? Naja. Sie kann überhaupt nicht mehr machen, ist auch cool. Wenigstens einen Heiltrank nehmen kann sie. Frieren wir noch jemanden ein, das kann auch nicht schaden. Beschwört sie sich natürlich einen neuen irgendwas. Klasse. Ich gehe jetzt hier auf Konfrontation. Hat überhaupt nichts gebracht. So, damit stehen die nämlich sehr gut da alle. Eva Maria ist down. Okay, jetzt haben wir hier noch so einen Klumpen, einen eingefrorenen. Ja, jetzt sollten wir das vielleicht schaffen. Jetzt sollten wir das vielleicht schaffen. War eine lange Folge, ein langer Kampf. Wieder gelähmt. Schön. Stand ich mal wieder kurz im Feuer. Ist mal ein bisschen nervig mit diesen Feuerflächen. Hält das Teil denn noch aus? Alter Finne. Es stirbt halt einfach nicht. Ja, und wir voll geheilt. So ein Bullshit, ey. Sorry, aber was soll das denn? Muss ja nur aufpassen, dass niemand Meister hier stirbt. Auf dich natürlich ein Schild wirken. Immun gegen Blutung hätte mich auch nicht anders gewundert. Wir löschen mal wieder ein bisschen was. Gibt's hier noch einen Heilzauber? Jetzt wird ins Feinste getankt, würde ich sagen. Oh, das ging jetzt gut rein. Oh, gesegnet sei der Name der Sieben.
Seid ihr nicht der Quellenjäger? Ich bin gerettet. Ich bin frei und aus diesem abscheulichen Haus der Qualen. Bitte, ich ertrage keine weiteren Experimente. Seid ihr Ratsherr Jake? Ja, ja. Ich bin er. Oder zumindest war ich er. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Diesen lebenden Tod. Wie auch immer. Ihr am Leben. Ja, im Leben war ich der Ratsherr Jake. Zuerst kurzerhand ermordet und dann grausam wieder auferstanden. Wieder der Natur und des Guten. Wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Ich würde sagen, ich mache hier mal einen Folgenabschnitt. Und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Beenden das Gespräch mit dem Jake, Zombie Jake. Looten dann hier das ganze Zeug weg und dann haben wir endlich diesen Mord aufgeklärt. Bis dahin. Wir sehen uns. Tschüss.